ist so, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit hatten, hier mit 6 Jungen das Weltcup-Abfahrtsrennen noch bestreiten. Und das ist für uns jetzt eine optimale Sache. Erstens als Training insgesamt und zweitens als Vorbereitung für unsere nächste Europacup-Abfahrt in Kitzbühel. Es ist so, dass natürlich das der Idealfall ist. Das können Weltcup-Strecken kennenlernen, Schlüsselstellen von Weltcup-Strecken. Und das ist sehr wichtig für einen Europacup, damit der Sprung nachher in den Weltcup nicht ganz so markant ist und ein bisschen kleiner wird. Das sind wir ja im Grossen und Ganzen alle gut gefahren. Da. Einzig noch die Schrägfahrt zur Brücke führen, dort können wir es noch einiges machen. Ha? Ist schon speziell natürlich, wenn man an den Hundshop kommt. Minschkanten, Brückli, die Schlüsselstelle hier vom Lauberhorn. Und nachher jetzt natürlich vor allem der untere, der ganze untere Teil auch. Weil die Europacup-Abfahrten gehen immer bis nach dem Wasserschluss. Das ist ein Stückchen weiter als das Kernen-S ist, das Brückli-S. Kommt einfach eine volle Minute noch dazu. Und das haben sie jetzt zweimal auch können abfahren. Und das ist natürlich wichtig. Die Abfahrt insgesamt ist 30 Sekunden länger als alle anderen Strecken eigentlich. Das ist auch die spezielle Herausforderung hier am Lauberhorn. Da sehen sie auch, was von der physischen Seite auf sie zukommt und so weiter. Das ist natürlich gut. Es ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, wenn man selber eine Karriere gemacht hat. Obwohl sich in der Zwischenzeit einiges verändert hat. Aber man kann sich sehr gut in Athletinnen fühlen, die aber vielleicht ein Tief hat, das gestürzt ist. Aber auch in Athletinnen kann man sich fühlen, die vielleicht Rennen gewinnt, sehr erfolgreich ist. Auch das ist nicht ganz einfach, manchmal umzugehen mit dem. Und da kann man schon einfach sehr viele Erfahrungswerte einbringen. Aber was man sicher nicht kann, ist sagen, ich habe 17 Abfahrten gewonnen und so geht's. Also es hat sich viel verändert. Man muss sich immer wieder an den Begebenheiten anpassen, an den Neuheiten, die sich an den Entwicklungen und so weiter. Und das ist auch das Spannende daran. Und so ist halt immer noch sehr viel Herzblut dabei, um die jungen Leute zu pushen und ihnen den Weg aufzuzeigen, auch was es vielleicht ein bisschen braucht, um ihre Ziele zu erreichen.